Jetzt hör auf! Jetzt hör auf! Kein Abschluss! Kein Abschluss! Boah, jetzt machen wir mal ein spätes Tor. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 beim VfL Osnabrück. Ja, die Saison können wir abhaken. 4 Spiele noch. Wir sind zurzeit auf der 14. Das wird auch nicht mehr viel besser werden. Ingolstadt werden wir auch nicht mehr einholen. Das kann man vergessen. Schadensbegrenzung ist angesagt. Also so viele Punkte wie möglich noch holen. Schauen, dass wir so gut wie möglich spielen. Gegen wen spielen wir jetzt eigentlich noch? Rot-Weiß Essen, Viktoria Köln, Duisburg und 1860 München. Ja, es ist in der letzten Folge eben ein knapper Sieg gegen Meppen, dann gegen Wiesbaden, komplett dominiert das ganze Spiel. Trotzdem das Gegentor eingefangen, super Ausgleich gemacht. Dann hat Wiesbaden sogar noch eine rote kassiert. Und trotzdem verlieren wir es. Das ist so ziemlich bezeichnend für die gesamte Saison. Ich bin, glaube ich, noch immer sehr kurz vom Rauschmiss. Klar, wen wir hier heute besonders. Vor allem, wenn ich jetzt gegen Rot-Weiß Essen nicht gewinne, könnte es sein, dass das mein letztes Spiel war. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße sehr gut. Sie weil die haben nur noch 27 oder 29 Punkte. 27 gleich. Und heute sind also noch um einiges schlechter wie wir. Und wir sind schon echt nicht gut. Schon sensationell. Das ist auf jeden vor allem, also für die nächste Saison defensiv müssen wir uns auf jeden Fall verstärken. Egal ob mit Jugendspielern oder mit Routines. Besto des Wahnsinns, Breitkreuz. Was machst du? Tu mir das nicht an. Da haben sie jetzt einige Optionen. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Lauf ein bisschen schneller. Das war gut. Gut durchgesetzt. Das war nicht gut. Das schauen. Da können komm. Sie jetzt in Führung. Ja, 1-0 Odua. Sehr stark. Wir gehen immer in Führung. Das haben wir in den letzten 2 Partien nicht geschafft. Also da sind wir schon in Führung gegangen irgendwann, aber wir haben zuerst immer ein Gegentor kassiert. Haben das dann zwar aufgeholt, aber ja. Ist ja wurscht. Es steht immer 1-0. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Achso, falls ihr es vorher nicht gesehen habt, ich starte jetzt mit ein bisschen einer anderen Elf. Frank diesmal in der Startelf. Odua in der Startelf. Niemand in der Startelf. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das ja. Kann gefährlich werden. Könnte der Ausgleich sein. Das wird der Ausgleich. Da stellen wir. Es ist bezeichnend. Super Offensive. Die Verteidigung kannst du schmeißen, Burns. Das ist wie. Der Spielverlauf ist ja, völlig offen. Die Pappfiguren. Die hat gar nichts zu melden. Es ist zumindest nicht wieder ein Kontertor geworden durch einen Pass in die Tiefe. Mal kriegen wir so immer die Gegentore. Diesmal war es halt mal wieder ausgespielt. So, man hat auch gegen Meppen die Gegentore kassiert, aber ja. So, da stehen wir hinten wieder offen wie ein Scheunentor. Das ist Essen. Das ist rot-weiß Essen. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Burschen, viel leichter wird's nicht mehr. Sie lassen den Ball gut laufen. Es könnte das Führungstor sein. Und das ist das Führungstor, aber abseits. Das Tor. Ball ist zwar drin, aber abseits. So, können wir uns jetzt einmal darauf konzentrieren, dieses Spiel nicht zu verlieren. Das müssen wir uns in Zeitlupe nochmal anschauen, Wolf. Bärmann. Es war schon wieder sehr knapp. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich.
Aber man muss auch dazu sagen, unsere Offensive ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, wenn ich an das Spiel gegen Wiesbaden denke, weil dieses 2:1 macht er gut, gefährlich oder dieses Gegentor, sagen wir nicht das 2:1, sondern das Gegentor hätte uns scheißegal sein können, hätten wir eine von diesen 100.000 Chancen, die wir vorher gehabt haben, genutzt. Aber na, also so stark Engelhardt in vielen anderen Partien war, in der Partie war er zum Schmeißen. Wirklich. Weil er den Ball nicht geschafft hat, irgendwie anzunehmen. Klasse Pass. Hey, die fahren mit uns, die gehen mit uns spazieren da. Das ist wie eine Schlittenfahrt. Aber eine ganz unlustige. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Der ist drin. Stark. Auch das wieder ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Wir müssen echt die Defensive unter Kontrolle kriegen. Aber ich will nicht mit einer Fünferkette spielen, weil da werden wir auch schwindlig gespielt. Die Formation passt so. Was wir jetzt noch anpassen müssen, sind die Spieler. Eine komplett neue Innenverteidigung. Außenverteidiger, ja. Gehen eh. Haben so ihre schwächelnden Momente, aber ist okay. Torwart müssen wir auch austauschen. Also der hat jetzt mal eine starke Parade, aber was der für Tore immer kassiert, das ist unglaublich. Der Angriff könnte was werden. Ich würde jetzt sagen, mindestens die Hälfte von den Gegentoren, die wir dieses Jahr bekommen haben, sind haltbar. In der letzten Folge alle Tore, die wir kassiert haben, waren haltbar. Wo du sagst, die musst nicht kassieren. Ein anderer Torwart hätte die gehabt. Stark von Frank. Die Flanke jetzt. So gut. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Das war gar nichts. Sehr stark. Oh. Sie verlieren hier den Ball. Und die Fehlpässe, die gehen mir gleich am meisten auf die Nerven. Was wir da schon für Chancen für unsere Gegner kreiert haben, ist unbeschreiblich. Er verhindert die Flanke. Erstmal abgeblockt. Er passt auf. War schwer anzunehmen, muss man sagen. Guter Vorstoß. Nicht mitlaufen. Gefährlich jetzt. Boah, was für eine. Ich hab den schon wieder drin gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, den Wechsel machen wir mal. Dann bringen wir Wolf. Jetzt wird hier gewechselt. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz und Ballbesitz ist stark. Nicht alles, ne? Aktuell sind sie im Ballbesitz, vielleicht entwickelt sich jetzt was. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Ball bleibt hängen. Das gibt's nicht. Gefährlich. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Sehr stark. Erstmal und dann bleiben, komm. Und jetzt für uns, oder? Ich habe gedacht, wir werden so eine kleine Tiefphase am Anfang haben und dann kommen wir so ein bisschen ins Rollen, aber nö, wir sind nie richtig ins Rollen gekommen. Wir sind eher unter die Räder geraten. Wie man sieht. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Eisfeld, starker Zweikampf. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ja. Es ist rot-weiß Essen. Guter Vorstoß, kann was werden.
Da ist der Ball jetzt weg. Schau, wie leicht die auch die Bälle verlieren. Aber ich nehme den Gegner nie so leicht den Ball ab. Das kann gefährlich werden jetzt. Muss Einwurf geben. Nochmal der Angriff. Jetzt Tempo, komm. Nicht wieder den Ball so leicht verlieren. Bitte, bitte, bitte. Tut mir den Gefallen. Man kann doch nicht den Ball immer so schnell und leicht hergeben. Der Pass nach hinten. Da machen wir viel Druck. Komm. Sehr stark. So, die Chance jetzt. Das ist noch gefährlich. Boah, das tut weh. Schau, aber so eine Parade hätte unser Torwart nicht gemacht. Im Leben nicht. Da wären wir schon wieder 3-2 hinten. Das wäre schon wieder gewesen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Ich könnte es doch nicht immer so leicht durch den Ball abnehmen lassen. Es ist ja unglaublich. Bastians. Wie sollst du so ein Spiel gewinnen? Ja, sehr dribbel. Die lassen sich ausspielen wie Schülerliga. Echt. Den Ball hat die Abwehr. Ja, haben wir schon wieder verloren. Also, nicht verloren, aber unentschieden. Und das gegen Essen. Unglaublich. Ja, sind wir froh, dass es bald vorbei ist. Ich will nur nicht rausgeschmissen werden, das ist das Problem. Ich glaube, mit einem anderen Torwart und einer anderen Innenverteidigung läuft. Das ist unser großes Problem jetzt. Köln. Viktoria Köln. Ja. Gehen wir es gleich an. Jetzt ist es schon wurscht. Jetzt brauchen wir da nichts mehr verändern. In diesem Spiel im Mittelpunkt steht, einfach probieren. Ist keine große Überraschung. Denn in den letzten drei Spielen gab es ja gleich drei. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir. Das sind halt alles Gegner, die wir eigentlich besiegen müssen. Das könnte ein Highlight werden. Meppen, Wiesbaden. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Köln. Essen. Die sind alle so um uns herum oder hinter uns. Gegen die müssen wir nochmal alle gewinnen. Wenn wir aussteigen wollen, müssen wir sowieso gegen jeden gewinnen. Wurscht wer. Das ist doch unglaublich. Schau dir das an! Seid ihr blöd? Ganz alleine. Also gar nicht so beleidigend gewertet, aber doch, eigentlich schon. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Fast Tor Nummer 1 in diesem Spiel, aber das war natürlich eine absolute Glanzparade. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Ich gehe mich eingraben, wirklich. Das kann man nicht anders sagen. Trifft in der Liga, wie er will. Bekommt auch immer. Jetzt hör auf! Jetzt hör auf! Sie können jetzt also in Führung gehen. Das war rein Ballgespielt. Das war nur Ballgespielt. Ein bisschen überraschend, denn das hätte mindestens eine gelbe, vielleicht sogar die rote Karte geben. Ach so. Glaube ich auch. Stark. Noch ist die Chance da. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. Das könnte was werden. Und hier nicht ist die Gefahr bereinigt. Die wieder so leicht den Ball hergeben. Ihr lasst euch da ausspielen. Risse. Hey, wo spitzen ihr? Kreisliga? Ungefähr? Ja, energischer Vorstoß. Jetzt ist der Platz da. Verdient. Verdient. Und sie haben es sich wahrlich. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist verdient. Nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt.
Wir haben eine Abwehr, die ist nicht vorhanden. In dem Spiel haben wir Spieler, die sind nicht vorhanden, nicht nur die Abwehr. Also generell alles ist da nicht vorhanden. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Geh doch hin. Weißt, der Ball kommt auf uns zu, er geht weg vom Kopfball. Ne. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Brauchen wir nicht auf den zweiten Ball gehen. Schießt er ihn rein. Ja. Da wäre fast das 2:0 gewesen. Unglaublich, unglaublich. Es wird immer schlechter. Die Ecke kommt. Tja. Vielleicht vielleicht wir den Ballbesitz verlieren. Ich finde geil, wie sie singen, hier regiert der VfL. Also ich weiß nicht, wo der VfL da zum letzten Mal regiert hat. Schau dir das an. Der hat schon lange nicht mehr regiert. Ich glaube, das letzte Mal gegen Freiburg. Wo wir 4 Tore in einer Halbzeit geschossen haben und dann die zweite war schon wieder zum Schmeißen. Das könnte gefährlich werden. Einwurf jetzt. Wie sagt man so schön? Neue Saison, neues Glück. Super Einsatz, da kann er. Wir werden uns ein bisschen verstärken. Vor allem in der Defensive, Offensive. Da haben wir eh die Stärkste, also da brauchen wir eigentlich nichts verstärken. Ja. Schöner Zweikampf, sie erobern den Ball. Am liebsten mit Jugendspielern. Vielleicht finden wir da 2-3 gute. Dann lassen wir die so spielen. Wurscht, ob sie stärker bewertet sind oder schwächer. Also, wenn sie stärker sind, lassen wir sie natürlich spielen. Wenn sie schwächer sind, lassen wir sie trotzdem spielen. Weil schlechter wie unsere jetzige Innenverteidigung können sie schwer sein. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Wo schießt du hin? Ist das bitter. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen, aber wenn das... Was wieso laufst du nicht dem Ball nach? Nö, das wäre die Chance jetzt gewesen. Ja. Hätte. Na, nicht hätte. Wäre Fahrradkette. Da suchen sie jetzt die Lücke. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Schieß doch! Wenigstens ein Punkt. Wenigstens nicht verlieren. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Danke. Und da fällt der Ausgleich. Wehling. Danke. Danke, danke, danke. Okay. Hier kommt noch mal ich brauche noch nicht verzweifeln. Wir haben den Ausgleichstreffer geschossen. Und dann aus zweite Hälfte schaut doch spielerisch. Ja, gut, kann ich nicht sagen. Besser aus. 1:1. Wir geben dort noch einmal die Bälle her, ja, wie warme Keks. Martinez. Federico Palacios Martinez. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Da sind sie mit dem Alter. Ist gefährlich. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Macht er gut Druck? Macht er gut Druck? Er macht eigentlich gar nichts. Er steht nur. Aber unsere Spieler geben ihm den Ball. Da ist Platz auf dem Flügel. Das ist das Traurige dran. Und sie verlieren den Ball dann doch. Könnte den Konter geben.
nicht wieder hergeben. Weiß nicht, wie viele von unseren Spielern da gerade auf den einen Spieler draufgelaufen sind. Keiner schafft es, den Ball zu erobern. Sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Der geht knapp drüber. Jetzt wechseln sie hier aus. Ja, noch ist es nicht vorbei. Stopp, stopp. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Boah, das war bezeichnend für alles, was so passiert. Man sieht mein Problem. Stark gearbeitet hier. Ja, das ist kein Fall. Okay. Ist okay. Muss ich nicht verstehen. Den Elfmeter genauso wenig verstanden, also Pass bitte. Danke. Jetzt noch klären. Sehr schön. Wir haben es geschafft, den Ball zu erobern und zu klären. Das ist beachtlich. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Könnte die Führung werden. Ja, die Führung. Kein Abseits, kein Abseits. Boah, jetzt machen wir mal ein spätes Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Wird das die Entscheidung? Ja, da hätte das Tor auch fallen. Ja. Er muss sich lang machen, aber dann hat er diesen Ball. Ecke kommt ins Zentrum. Das gibt's ja nicht. Auf der Linie. Ach, geht. Hör auf, sogar Abstoß. War nicht gut genug. Aber der ist drin. Unkonzentriert. So ein Fehler wird bestraft. Bitteres Gegentor. So. Zumindest da haben wir wieder 3 Punkte. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Drei Minuten sind es noch. Und das ist der Ballverlust. Alles gut. Aha. In den freien Raum. Wieso ist denn das jetzt wieder so einfach gegangen? Wieso ist denn das jetzt? Wieso ist der also super Parade? Ich weiß nicht, was mit unserem Dort hat. Der hat in der ganzen Saison nicht so viel Paraden zusammengebracht, aber. Ja. Wie du pfeifst. Du kannst doch nicht da jetzt abpfeifen! Oder? Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch okay. Und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Wie stark diese Mannschaft ist. Ja. Wir holen wieder mal 3 Punkte. Wir haben 4 Punkte in der Folge geschafft. Jetzt noch gegen Duisburg und gegen 1860. Irgendwie sowas zustande bringen, dann können wir uns... 4 Punkte noch auf... Achso, die haben ein Spiel weniger. Aber auf Meppen ist es nur noch 1 Punkt. Auf Viktoria Köln? Ja, zu viel. Ja. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung, deinen Kommentar da. Abo hilft es natürlich auch immer. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.